Hallo, wir nähen eine Kindertasche. Schneidet euch vom Außenstoff und vom Futterstoff sowie von Flieseline den Stoff zu. Und zwar habe ich auch hier wieder 25 mal 25, das ganze Stück, beide oder alle vier Teile, 25 mal 25, dann schneidet euch die Ecken aus, 4 mal 4, dann verschönert eure Außentasche. Ich habe hier Applikationen, die habe ich ganz billig gekauft in einem preiswerten Geschäft, wo man so für 1 Euro einkaufen kann. So, dann habe ich den Futterstoff verstärkt schon mit Flieseline. Die Henkel sind auch bei dieser Tasche. Ich habe ja schon mal eine mit euch geschneidert. Und die sind wieder 4 cm breit und 40 cm lang. Die Enden werden abgerundet, wenn ihr das möchtet. Und aufgenäht. Die Applikation ist auch aufgenäht. Ich habe alles vorher mit doppelseitiges Klebeband beklebt und dann aufgeklebt und festgenäht. Das macht sich einfach besser, verrutscht das nicht. So, dieses Kunstleder ist dünn, habe ich auch Flieseline. Man kann auch Stücke nehmen und die festbügeln, das sieht man ja nachher nicht. So, diese Tasche möchte ich mit einer Klappe versehen. Dieser Schaumstoff oder dieses Kunstleder, das verschiebt sich so sehr. Nun ist mein Druckknopf ein bisschen verrutscht. Also da müsst ihr aufpassen, nicht jedes Kunstleder lässt sich gut vernähen. Aber wollen wir mal schauen, wie wir es nachher hingefriemelt kriegen. Ihr legt die Außentasche rechts auf rechts, die schönen Seiten gucken sich an und ihr näht einmal hier runter, einmal hier runter und einmal dort lang. Wenn die drei Seiten vernäht sind, legt ihr wieder die Ecken übereinander. So. So, die werden auseinander. Naht auf Naht und hier runter vernäht. Ich habe das im anderen Video schon mal gezeigt. Also hier runter nähen und so wird das mit allen Ecken, die wir hier nähen, gemacht. Die Außentasche ist zusammengenäht. Nun legt ihr euch den Taschenverschluss, der ja vorbereitet ist, mit dem Magnetknopf nach unten, legt ihr euch hinten an, steckt euch dieses fest und näht sie fest. Meine Taschenklappe ist befestigt. Achtet darauf, dass ihr nicht zu hoch am Rand ansetzt, weil hier muss ja noch das Innenfutter festgenäht werden. So, auf der anderen Seite habe ich mir den Punkt gesucht, wo die Magnete sich treffen und habe das Gegenstück eingesetzt. Von der Rückseite habe ich nochmal Korkstoff, damit das nicht ausreißt, gesetzt. So. Der Verschluss funktioniert. Die Außentasche
ist erstmal fertig. Ja. Und jetzt wird das Futter zusammengenäht. Da müsst ihr wieder rechts auf rechts, die schönen Seiten, wie gesagt, nach innen, die treffen sich, zusammenstecken. Dann näht ihr die Seiten runter, beide Seiten. Lasst das hier wieder offen. Und hier unten lasst ihr wieder 10 cm die Wendeöffnung nur von diese Stücke zusammennähen. Die Wendeöffnung wird später denn genäht. Das Futter ist auch zusammengenäht. Habt die Wendeöffnung hier gelassen. Die Ecken wurden vernäht. Schön darauf achten, dass die Nähte aufeinandertreffen, die untere und diese Seitennaht. So. Und jetzt kommt das Innenfutter lassen wir mit der rechten Seite nach innen, die linke nach außen. Und dort hinein stecken wir die Außentasche. Wie das aussieht, zeige ich euch. Die Klappe wurde wieder geöffnet und nach hinten gelegt. Henkel nach unten stecken, auch diesen Henkel nach unten stecken. Und jetzt die Seitennähte treffen aufeinander und ringsrum festklammern. Futterstoff und Außenstoff sind miteinander vernäht, hier oben rum. Ich habe hier ein Reißverschlussfüßchen genommen, weil ja hier die Klappe anfängt. Müsst ihr schauen, wie es am besten geht. Und nun wird die Tasche wieder gewendet und das zeige ich euch gleich. Die Außentasche wurde durch die Wendeöffnung gezogen. So sieht das jetzt aus. Die Wendeöffnung habe ich schon zusammengenäht. Die war ja hier am Boden. Das müsst ihr auch tun. Und dann wird das Innenfutter wieder in die Außentasche gesteckt. Die Steppnaht ist jetzt gesetzt, ringsherum. Und das Täschchen für eure kleinen Mädchen ist damit fertig. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachnähen und nicht ängstlich sein, man muss immer machen. Tschüss!